Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer bei Easy Deutsch. Im heutigen Diktat geht es um den Schwerpunkt das mit zwei S oder das mit nur einem S. Also, lasst uns anfangen. Als erstes erkläre ich euch, wie das Diktat eigentlich funktioniert. So first, I will explain you how the dictation work. Als erstes öffne bitte ein Textprogramm oder nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier, auf dem du alles schreiben kannst. Als zweites lese ich dann den gesamten Text vor und du hörst bitte nur zu. Nach dem gesamten Text lese ich nochmal jeden Satz einzeln und das ganze Wort für Wort vor. Das ist die Zeit, wenn du mitschreibst und alles dir notierst. Am Ende des Diktats kannst du dann deine Version mit der korrekten Version, die du in der Videobeschreibung findest, kontrollieren oder auch auf meinen Blog gehen. Da hast du zusätzlich noch eine kleine Vokabelliste dazu. So, that's how it works. First, you should open a text program or just take a pen and a sheet of paper where you can write everything down. Second, I will read the whole text. It's just listening time, so please don't write it down yet, will be too fast. And after I read the whole text for you, I will do it sentence by sentence and word by word. That's the time when you should write everything down. And at the end, you can compare the correct your version with the correct version that you will find in the video description and also on my blog. There you will find an additional vocabulary list as well. And if it's sometimes maybe a little bit too fast for you, just stop the video and finish your sentence and then just resume. Wenn es also auch mal zu schnell sein sollte, einfach das Video stoppen und dann weiterspielen, wenn du den Satz fertig hast. Jetzt werde ich dir das ganze Diktat vorlesen. Now I will read the whole text for you. Das Leben in Deutschland. Viele Menschen denken, dass das Leben in Deutschland sehr teuer ist. Das stimmt aber nur teilweise. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland höher als in Asien oder Südamerika. Aber die Menschen verdienen auch viel mehr. Das Essen, das du im Supermarkt kaufst, ist in Deutschland nicht viel teurer als im Rest der Welt. Ich finde, dass es oft sogar billiger ist. Nur das Obst, das aus dem Süden importiert werden muss, ist wirklich teuer. Ein Apartment, das du mietest, kostet auch in etwa das Doppelte bis Dreifache wie in Südamerika. Allerdings musst du wissen, dass die Menschen auch viel, viel mehr verdienen. Ich glaube, dass die Menschen in Deutschland am Monatsende viel mehr Geld übrig haben als in den meisten anderen Ländern der Welt. So, das war der gesamte Text. That was the whole Text. Jetzt lese ich alles Satz für Satz vor und dann nochmal Wort für Wort. So now read it sentence by sentence and word by word. Schreibt jetzt also bitte mit. Please write it down now. Erster Satz, first sentence. Viele Menschen denken, dass das Leben in Deutschland sehr teuer ist. Viele Menschen denken, Komma, dass
dass Leben in Deutschland sehr teuer ist. Punkt. Achtung, es gab zwei das hinter dem Komma. So pay attention, there were two das right after the comma. Nächster Satz. Das stimmt aber nur teilweise. Das stimmt aber nur teilweise. Punkt. Nächster Satz. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland höher als in Asien oder Südamerika. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland höher als in Asien oder Südamerika. Punkt. Nächster Satz. Aber die Menschen verdienen auch viel mehr. Aber die Menschen verdienen auch viel mehr. Punkt. Nächster Satz. Das Essen, das du im Supermarkt kaufst, ist in Deutschland nicht viel teurer als im Rest der Welt. Das
Essen Komma das du im Supermarkt kaufst, Komma, ist in Deutschland nicht viel teurer als im Rest der Welt. Punkt. Nächster Satz. Ich finde, dass es oft sogar billiger ist. Ich finde Komma dass es oft sogar billiger ist. Punkt. Nächster Satz. Nur das Obst, das aus dem Süden importiert werden muss, ist wirklich teuer. Nur das Obst, Komma, das aus dem Süden importiert werden muss, Komma, ist wirklich teuer. Punkt. Nächster Satz.
Ein Apartment, das du mietest, kostet auch in etwa das Doppelte bis Dreifache wie in Südamerika. Ein Apartment Komma das du mietest, Komma kostet auch in etwa das Doppelte bis Dreifache wie in Südamerika. Punkt. Nächster Satz. Allerdings musst du wissen, dass die Menschen auch viel mehr Geld verdienen. Allerdings musst du wissen, Komma, dass die Menschen auch viel mehr Geld verdienen. Punkt. Nächster und letzter Satz. Ich glaube, dass die Menschen in Deutschland am Monatsende viel mehr Geld übrig haben als in den meisten Ländern der Welt. Ich glaube, Komma, dass die Menschen in Deutschland am Monatsende viel
mehr Geld übrig haben Komma, als in den meisten Ländern der Welt. Punkt. Super, du hast es geschafft. Wenn du jetzt deinen Text mit dem korrekten Text vergleichen möchtest, um deine Fehler zu korrigieren, findest du den direkt unter dem Video. Falls du es auf YouTube direkt anschaust, findest du auch einen Link zu meinem Blog Easy Deutsch. Dort findest du zusätzlich noch eine Vokabelliste zum Video zum Diktat hier und auch noch einen Artikel, das mit zwei S oder das mit einem S. Falls du also noch viele Fehler gemacht hast, schau dir am besten den Artikel zu das mit Doppel-S oder das mit einem S nochmal an, damit du verstehst, wann du welches das benutzen möchtest. Musst, nicht möchtest. Ich wünsche dir jetzt noch viel Erfolg beim Deutschlernen und wir sehen uns im nächsten Video oder auf meinem Blog easydeutsch.de.